Was geht, liebe Mid-Humans? Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Ghost of Tsushima Let's Plays hier auf meinem Channel. Ne? Ich bin, wie eigentlich immer, sterbenshyped. Was geht denn hier noch ab? Hier gehen einfach, ne? Wir haben da halt, genau, weiß ich Bescheid. Ja, aber hier haben wir jetzt noch Jins Reise und so, ne? Da würde ich sagen, könnten wir weitermachen. Da sehe ich uns auch eigentlich mal ein bisschen zu pushen. Wir könnten aber natürlich auch hier noch sagen, na, eine letzte Bitte und so. Ich glaube, das machen wir vorher noch. Hier wären wir halt am Wasser und kommen dann da schlecht weg. Aber das kaufen wir jetzt ein, direkt am Anfang der Episode. Wasserlautstärke und dann hoffentlich nie wieder, na? Ja, klar. Keiner kann hier irgendwas verstehen. Alles klar, Jin. Leben aber ansonsten im Griff, oder? Ja, ja. So ist es eben. Können wir hier hoch? Ja, oder? Ja. Alter, ist das laut. Ja, weg hier. Sah irgendwie nach einem komischen Sprung aus, aber der Jin hat es schon im Griff, ne? Sakai Jin. Ich habe heute Nacht geträumt, dass ich das Katana vom Sakai-Clan in meinem Besitz hätte. Das hat mir irgendjemand gegeben. Na, ist, wie so häufig in Träumen hat das irgendwie jetzt gerade so im Rückblick überhaupt keinen Sinn gemacht. Was da so, also wie so die Aneinanderkettung von Sachen war. Aber, was ich sehr daran geliebt habe, das Katana war bockschwer. Na, also samt Tsuba, mir wurde das so in die Hand gegeben, so ja, ja, aber na, pass auf, das ist schon richtig schwer. Und ich würde sagen, im Traum hat das so 40 Kilo gewogen, aber war bodenlos schwer. Na, viel zu schwer war das. Aber irgendwie war es lustig so. Keine Ahnung. Und ich würde es schon dankend annehmen, so ist es nicht. Na, Alter, das Teil ist halt auch schon brachial cool, ne? Kann man gar nichts sagen. So, dann gehen wir hier mal dieser Bitte nach, nicht wahr? Moin. Ja, spar echt mal deine Kraft. Wir helfen dir auf jeden Fall. Sie weiß nicht, warum die angriffen. Ja, genau, das war die Sache mit dem Rekrutieren, ne? Ja, der Oda-Sensei. Die Schlucht im Norden. Ja, wir retten Oda-san. Sowas von, da kannst du dir so sicher sein. Eine letzte Bitte. Ah, sie ist jetzt auch verstorben, tatsächlich. Die Arme, als wir hier letztes Mal waren, ne, ging es dann noch super. Okay, sie meint sicher die, ne, rattige Schlucht. Diebe und Schmuggler treiben dort ihr, ne, wisst wie ich meine. Genau. So, wie sieht's denn da? Okay, das ist ein ganz schönes Stück, ne? Das ist ein ganz schönes Stück. Aber, hey, nehmen wir mit, oder? Haben wir hier gleich noch das Fragezeichen. Wo war das? Hier, guck mal, geht ein Fuchsbau, oder? Ich hab ihn doch schon gehört, ja eben. Ja, moin. Na, Freundchen, wie sieht's aus? Wie findest du meine Rüstung? Die ist stark, gell? Ja, Mann, ich sehe aus wie ein schöner Herbst. Finde ich. Alter, das ist so cool, Mann. Das ist so unendlich cool. Im Übrigen nachgeschaut, ist es gar nicht so leicht. Ich sag mal, man müsste sich schon selbst das Handwerk beibringen, so eine Rüstung herzustellen. Ich glaube, das wäre trivialerweise irgendwo billiger, als sie zu kaufen. Aber ist jetzt auch nicht so, als gäbe es da super viele seriöse Möglichkeiten, sich so eine Rüstung ranzuholen. Wie, P, du hast danach... Ja, natürlich habe ich danach geschaut. Zieht sie euch doch rein. I mean, was ist das? Wie cool ist die bitte? Es geht einfach nicht klar. Niemand kommt darauf klar. Ah ja, stimmt. Wie war das jetzt? Ich muss kurz bevor ich aufkomme, was drücken? Leertaste? Guck nochmal nach, oder? Techniken, genau. Hier war das und dann war das hier, ne? Nee, hier war das nicht. Wo war das noch gleich? L-Alt, okay, alles klar. Ja, den Ausweichmove quasi auf dem Boden abziehen ist die Devise.
Hä? Das muss man machen. Dann, Nobe, wir haben eine fette Reise vor uns. Und wenn wir so weit reisen, dann ziehen wir auf jeden Fall die andere Rüstung an. Weil wir wollen dann ja auch Dinge entdecken, das ist ja ganz klar, ne? Ja, eben. So, dann gucken wir uns die Geschichte mal an. Wisst ihr, was ich das Einzige finde, was ich an dem Wind nicht so nice finde? Ich glaube, ich hatte es irgendwann schon mal angesprochen, aber hier hat man es gerade auch wieder gut gesehen. Er zieht dann manchmal nicht über die Lande, sondern in die Lande. Wisst ihr, wie ich meine? Der rauscht dann so in den Boden rein oder so, wenn es da gerade eine krasse Steigung oder sowas gibt. Das ist natürlich manchmal nicht ganz so schön geregelt, na, aber hey, das passt schon. Na, Freundchen, hast du Bock? Der hat Bock. Der hat Bock. Ja, ja, da habe ich dem richtig die Rachenarterie durchgeschnitten. Auf dich habe ich keinen Bock, deswegen bist du getötet. Ja, ja, mit dir. Also unser Wuchtschaden hat sich eindeutig krass verbessert, ne? Denn wir hauen mittlerweile die Speerträger mit einem Schlag. Ja, hauen wir den komplett alles weg. Also unsere Wucht ist mittlerweile schon wuchtig, ne? Da kann man echt gar nichts mehr sagen. Moin. Echt so. Wir regeln das alles. Danke, Mann. Darauf erstmal einen Nipp Kaffee, ne? Ungewohnt, wenn der noch warm ist. Meistens stelle ich mir den hier Anfang der Episode hin, vergesse ihn dann und trinke ihn danach kalt. Ja, wissen wir alle, wie das läuft, ne? So, dann, Madame, komm gut heim, ne? Ja, du bist frei, genau, ich wünsche dir was. Hier so mitten in der Prärie auch irgendwie, weißt du, ich meine, so viele Mokos, wie hier rumlaufen. Ich habe gar nicht mal so viel Hoffnung, dass die irgendwo ankommen, aber wird schon werden, ne? Wird schon werden. Wir können nicht alle retten. Aber wir können es natürlich versuchen. Wieder in Omi. Zu Hause. Echt, hier haben wir gewohnt, oder wie? Ist ja cool zu wissen, ne? Oh, Junge. Hier waren wir wohnhaft. Ja, Glühwürmchen, was sagst du? Schon die Richtung, ne? Wenn ich ein Artefakt wäre, würde ich auch da drin liegen, ganz klar. Ja, ja, keine Spur von Mongolen, aber safe Spuren von Artefakten, ne? Alter, ist es hier cool. Wo ist sie? Ah, die Rüstung, oder? Ihr wagt es. Yuriko? Junger Meister? Sie dachte, wir wären tot. Ich kam so schnell ich konnte. Schön, dich zu sehen, Yuriko. Er hat nur Yuri gesagt. Ihr seht müde aus. Habt ihr Hunger? Nicht jetzt. Vielen Dank. Ein paar Banditen. Mit denen werde ich fertig, ne? Ja, klar. Ich komme wegen Vaters meiner Rüstung. Vieles ist seitdem anders. Sie ist sicher versteckt. Perfekt, Alter. Was für eine Ehrendame. Geister der Vergangenheit. Ja, hier bin ich jetzt halt irgendwie so ein bisschen reingeritten, ne? Aber wenn der Jin sagt, oh, hier wohne ich und so, dann guckt man sich das natürlich an, ne? Friedhof? Was macht er dort? Pflanzen für ihre Gifte sammeln, cool. Ungeziefer von den Vorräten fernhalten. Gut, dass du nicht allein bist, ja, echt so. Was mit Shimura? Er lebt. Ja, wir haben ihn befreit aus Komoda. Es haben mehr überlebt und sie helfen uns. Ein paar. Fürstin Masako. Gut. Ja. Ja, bitte.
他には石川先生も。もう何年も無沙汰しております。相変わらず尊大なお振る舞いなのです。いや。ああ、未だにな。だが弓の腕は別格だ。ご本人もいろんないかと。Ja, ne, also wir erzählen ihr halt gerade so ein bisschen, was soll man dazu sagen, ist so ein bisschen Smalltalk, ne. Sie fragt halt so, wer noch an unserer Seite ist, dann haben wir gesagt, ja, Masako, hat sie gemeint, ja, die ist ja quasi an deiner Seite, seit du drei Käse hoch bist, ne. Ishikawa ist an unserer Seite, er hat nicht immer recht, ne, und kann nicht immer alles richtig machen, aber er schießt wie kein Zweiter. Solche Geschichten. Sehr schön. Ja, moin. Na? Sakai-sama, omodoride. Isogi nano da. Yuri no sewa o shite kurete oru sou da na. Sewa sareteru no wa kochira no hou desu. Taichi-ya, yoroi o motte kite okure. Tanomu. Ore wa haka ni mairou. Okay. Besuche das Grab deines Vaters. Alles klar. Das Unkraut ist nicht geerdet. Tut mir leid, Yuriko. Unser Herr kehrt endlich heim und überall Unordnung. Als ob wir jetzt uns um Unkraut Sorgen machen, ne? Ja, dafür ist echt später Zeit, Leute. Alter. Yo. Ich renne mit Absicht nicht, ne? Weil, zieht's euch doch rein. Hier wird ein Haikyuu verfasst. Aber was für eins? Über Vermächtnis sinnieren. Safe mit dem Grab. Trauer für Vater, 100 Pro. Mhm. Wir haben hier meditiert. Ja, ja. Jetzt bin ich allein. Alles muss vergehen. So sieht's aus, ne? Der Baum lebt weiter. Oh, yo! Ato toite. Zen wo kumitaru arishi hino. Mann, Alter. Lege die Rüstung deines Vaters an. Echt jetzt? Das geschieht jetzt einfach. Hier gibt's keinen Ärger. Das kann ich mir fast nicht vorstellen, ne? Gucken wir mal. Alter, Leute, ist das hier schön. Wie gern würdet ihr hier mal chillen? Einfach auch so spazieren gehen, ne? Wisst ihr, was ich so toll finde? Also ich glaube, was ich am allergeilsten an dieser gesamten Spielwelt finde, ist die Tatsache, wie wenig versiegelt ist, oder? Wisst ihr, das gehört hier der Natur. Und Menschen wohnen da auch. Das ist einfach ein anderes Szenario als jetzt. Na klar, Effizienz, Überkonsumgesellschaft geht halt nur dann, wenn Infrastruktur und entsprechend ist die halt versiegelt, aber guckt euch das hier doch an. Guckt's euch doch an, Alter. Also, die Rüstung ist doch drin, mein Herr. Danke, Taichi. Der Tahini Taichi, ne? Na, gucken wir uns das mal an hier. Dirty. Jin, 手を貸さんか。
Ich hab so Gänsehaut. Yo. Mhm. Ja, bitte. Dosto. Hier ist nur ein bisschen schwindelig, aber sonst alles gut, ne? Ihr seid gerade aus wie... Geh ins Haus. Wir regeln das. Sakai-Maske, getragen vom größten Samurai des Sakai-Clans. Sakai-Clan-Rüstung für den Anführer des Sakai-Clans, früher von Jins Vater, Kazumasa Sakai, getragen. Alter... Er kommt nur her. Na, ich trage hier eine Rüstung, das habt ihr noch nicht erlebt. Komm ran. Ich schneide. Hä? Ach, ich hätte nochmal dürfen. Man darf mit der dreimal? Wow. Geil. Während du diese Rüstung trägst, wird die Herausforderungsserie. Ja, ja. Hab's. Danke, dass der Tipp jetzt kommt. Na? Ich wünschte, ich hätte das früher gewusst. Ja, well. Cooler Auftritt, oder? Ja, man hat jetzt die Sakai-Clan-Rüstung. Erstmal komplett gelitten. Yuri! Mhm. Verstehe. Ja, bitte. Ihr habt sie abgeschlachtet. Yarikawa und der Ärger. Yarikawa Rebellion ist 20 Jahre her. Ja, zu den Mongolen. Mhm. Euch so zu sehen. Ja, da kommt gerade ein Rettungswagen für die, ne? Ja. Bei ihrem Lieblingsbaum am See, da will sie sich ausruhen. Wir kommen mit? Ja, natürlich kommen wir mit. Safe, so ein richtig epischer, prächtiger Baum. Sagtest vorhin, du hättest Gifte gebraut. Das schützt den Reis gegen Ungeziefer. Kannst du etwas Stärkeres machen, das Menschen tötet? So etwas verdient niemand. Kannst du es? Bei höherer Dosis ist die Wirkung scheußlich. Gut. Ach, mein Herr. Alter, hier haben wir damals trainiert. Wo willst du lang? Ach, da. Setzt euch kurz zu mir, ja. Safe. Gift war niemals der Weg der Sakai. Ja, das stimmt. Kein Sakai hat gegen das Mongolenreich gekämpft. Auch jede Waffe, die wir haben. Tsushima kann sich Zweifel nicht leisten. Die Mongolen haben euch verändert. Die Welt hat sich verändert. No shit. Wir bleiben guter Mann, das versprechen wir dir. Danke, Mann. Yuriko, wir wissen es zu schätzen. Leute, ich glaube, wir kriegen eine neue Waffe. Dann brauche ich noch etwas für ein Blasrohr. Früher gab es viel Schilf unten im Fluss. Bei der alten Furt. Wisst ihr noch? Wir haben daraus Boote gebastelt. Wir und unsere kleinen Freunde. Ryuzo und ich. Okay, ne? Wir holen uns unser Schilf, ja. Dann habe ich gehört, Eindringlinge sind hier in der Nähe und haben einen Stützpunkt. Den rasieren wir direkt weg. Na, das ist vollkommen klar. Und, liebe Leute, es wurde gerade so ein bisschen erzählt, ne? Was so Phase ist.
Und das Sakai Jin meint, also sie hat erstmal gesagt, sie hat ja schon für uns gesorgt, seit wir im Leib unserer Mutter gechillt haben, ne? Als junge Frucht herangewachsen gewissermaßen. Und ihre Mutter wiederum hat sie gelehrt, welche Pflanzen heilen, welche vergiften oder schaden und welche sogar töten. Na, aber man müsste die halt einnehmen, verzehren. Und dann hat Jin gemeint, Alter, ich habe aber halt mitbekommen, wie Leute aus dem Westen, so Mönche, so Blasrohre nutzen und damit halt die Gifte dann verabreichen. Ja. Na, und das ist gewissermaßen die Sache. Da wollen wir jetzt hin. Das heißt, wir kriegen eine neue Waffe und das finde ich super geil, denn auf dem Blasrohr habe ich ja ultra Bock. Okay, führe den Anführer des Sakai, für den früheren Anführer, genau, da wissen wir Bescheid, bla bla bla. Mittlere Erhöhung des Nahkampfschadens, geil, mittlere Erhöhung der Gesundheit, erhöht die Herausforderungsserie um 1. Nach gewonnenem Herausfordern ist die Chance 10% umstehende Gegner zu verängstigen. Alles klar. Ja, die wird noch hart verbessert, ganz ehrlich, die ist ja auch unendlich sick. Na, die finde ich auf eine andere Weise ähnlich geil wie die Gosaku-Rüstung, muss ich sagen. Die Ronin-Kleidung ist auch so sick. Tadayoris Rüstung ist so sick. Wie können die alle so unendlich sick sein? Was müsste ich denn dafür alles lernen? Ich müsste lernen, solche Beschläge zu machen, oder? Ich müsste lernen, solche Lederfetzen zu gerben, also Kirschner gewissermaßen. Dann müsste ich noch ein bodenloser Sticker werden. Knüpfen müsste ich können. Ja. Also, die Idee ist, ich werde jetzt einfach rich und dann baue ich mir ein Haus, wo ich solche Sachen herstellen kann. Alter, wäre das geil. Und dann muss ich jetzt nur noch geschwind alles üben und schon kann ich selber mal so eine Rüstung anziehen. Wisst ihr, sowas wäre doch noch mit am einfachsten, oder? Da bräuchte ich ein Schnittmuster und ein bisschen, wahrscheinlich gar nicht allzu viel Skill an der Nähmaschine. Oder? Das kriegt man doch hin. Das müsste doch machbar sein. Nur so klein anfangen, ne? Hier, das hier finde ich halt mit das Krasseste, ne? Hier auf diesem Wams nenne ich es jetzt mal, diese Stickereien. Das finde ich so unendlich schön. Das finde ich auch an Masakos Rüstung so schön, ne? Das holt mich einfach komplett ab. Ja, auch hier. Diese Stickereien, das... Das zieht mir komplett die Schuhe aus, ne? Also, wie soll denn irgendwer auf sowas klarkommen? So, hier ziehen wir aber auf jeden Fall wieder unser Diebestuch an. Aber das weiße Schnee von Kamigata, ganz klare Sache. Und Hut. Oh ja, der passt natürlich ganz gut zu dieser Party hier, ne? Ja, ja. Oh ja. Nobel, guck mal. Hier bin ich groß geworden. Na? Ja, ja, gell? Siehst auch mal meine Hut. Gothic 2 D&DR Blind Let's Play Episode 105 wird geprüft. Perfekt. Na, so lobe ich mir das. Prüf mal ordentlich durch, Alla. So, der Omi-See. Gucken wir uns mal um, ne? Ich würde auf jeden Fall gerne, was auch immer da sein Lager hat, richtig wegschneiden. Ja, hier irgendwie Rattenfänger, ne? Ja, da gehen wir Boden. Komm nur her. Ihr werdet so zerschnitten. Ui, ui, ui. Oh no. Und jetzt Ganze. Ah, hi, du lebst. Warum nur... Ach, ihr wisst doch, was ich sagen will, oder? Warum nur ist alles so sick? Warum nur? Woran liegt dieses endlose Fable dafür? Ich wüsste das echt gerne über mich selbst. Wisst ihr, wie ich meine? Vielleicht muss ich das mal ein bisschen reflektieren. Weil ich glaube, ich habe es schon mal gesagt. An und für sich würde ich sagen, bin ich eindeutig Team Pazifist. Ich tue ungern irgendwem irgendwas, egal auf welche Art und Weise. Nicht mal Tieren, die mich nerven oder meine Ernte bedrohen würden. Ich krieg's einfach nicht hin, wisst ihr, wie ich meine? Na dann, Freundchen. Sieht's aus, geht Doshot, ne? Komm mal ran.
Leute, Mann. Ich find's auch so irre. Wisst ihr, wie ich meine? Ich glaube, ich habe noch nie ein Spiel gespielt. Es ist ja streng genommen kein RPG, wie ich sie sonst spiele. Wir skillen hier jetzt ja nicht in dem Sinne Geschicklichkeit, Intelligenz, Gesundheit, Ausdauer oder sonst was oder Charisma, ne? Ihr wisst Bescheid. Wir skillen hier ab und zu so ein paar Skills dazu und abgesehen davon machen wir eigentlich immer das Gleiche. Geh dahin, regel das. Ich bin der Letzte, der großartig Fan solcher Spiele ist, aber hier, ich sehe mich einfach nicht satt, ich spüre mich auch einfach nicht satt. Es fühlt sich so gut an. Na, es ist so smooth, so, mit so viel Liebe zum Detail umgesetzt. Ich hänge einfach am Haken, was soll ich euch sagen? Ja, ich würde schon Schilf für das Blasrohr sammeln, aber da sehe ich doch noch einige Leute, die ordentlich Bock haben, ne? Wir sammeln erstmal das Schilf und dann gucken wir weiter, ne? Das ist das Schilf. Sieht für mich eher aus nach einem Sashimono-Banner. Besiege die Mongolen, zerstöre das Schwarzpulverversteck, schalte den Lagergeneral aus, hole Sashimono-Banner zurück, töte Gegner mit einem Langbogen. Das kriege ich hin. Sasega Langbogen des. Oh no! Hui! Arbo! 70 Gegner! Hat er den Stecken? Ja, reicht schon, guck mal. Okay, haben wir das geregelt. So, und jetzt wird geschnitten. Kann ich da irgendwie rein segeln? Na, bringt nur nicht sonderlich viel, ne? Hätte ich jetzt nicht alle weghauen dürfen hier direkt an Nähe. Ich würde ganz gerne mal noch mehr, wisst ihr, im Lager so an solchen Grab, mit unserem Grappling-Hook rumschwingen und dann irgendwie aus der Luft mit einem coolen Move halt was töten, ne? Aber das ist halt echt nicht leicht. Wisst ihr, was ich meine? Chiharu! Komm nur. Den nächsten dodge ich. Tja, Freundchen. Nicht mit mir, ne? Dirty. Es ist so dirty, was hier abgeht. Okay, gucken wir uns mal weiter um, ne? Oh, schade, ne? Ah, okay. Wie regeln wir die nächsten? Ich würde sagen, wieder so, ne? Jetzt hier erstmal um, dass wir alles... Aha, hier sehen wir das schon. Da können wir jetzt natürlich noch nichts tun, ne? Wie es auch ab und zu dieser Flöte einfach entgleist, ne? Man kann das ja gar nicht anders sagen, so, es rutscht dir einfach raus. Ich kann es ja auch verstehen. Ein Doggo. Ja, komm nur her. Oh! Oh, goodness! Oh! Maximum Concentration. Oh, doch nicht. Schade, die kann man ja nicht blocken, ne? Oh. Er lebt ja noch.
Passt auf, die werden... Ah, die Hunde übersehe ich immer so hart, dass es mich selbst echt ein bisschen wundert. Kommt nur, ich bin ready für euch. Jetzt wird gefuchtelt. Aha, na wer will next? Hund, du keine Lust? Das tut mir immer so leid. Warum muss man denn? Kann man die nicht einfach zähmen oder freilassen? Naja. Waren solide Moves dabei? Waren weniger solide Moves dabei? Vielleicht hat man es bemerkt. Das ist immer schwierig, ne? Währenddessen, wenn man sich wirklich ein bisschen konzentrieren muss, auch so zu sagen, was gerade Phase ist. Ich habe versucht, ein bisschen mehr darauf zu achten, die Umgebung im Auge zu halten. Wisst ihr, wie ich meine? Vielleicht nicht immer perfect dodgen, aber manchmal auch aus der weisen Voraussicht, dass wenn ich es jetzt tun würde, dass ich dann halt den nächsten Hit abbekomme. Na, das will ich ja nicht immer. Der Lagergeneral, ne? Tja, Lagergeneral Ilina. Wie findest du das, Freundchen? Doch, 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 doch. Alter. Oh, Mann. Ich glaube, Ghost of Tsushima wird eines der Games werden, die ich noch so viel zocken werde, auch wenn ich durch bin. Einfach, weil das so unendlich viel Spaß macht. Ich kann das gar nicht anders sagen, ne? Wenn es Leute unter euch geben sollte, die das noch nicht gezockt haben, das ist die Smoothness von diesem Gameplay. Dass du immer, oder ich sag mal, in 95-98% der Fällen, also annäherungsweise 100% der Fällen, spüre ich, wann wird es ein Perfect Dodge? Wann wird es ein Perfect Parry, ne? Sobald man da das Gefühl für hat und so ein bisschen damit spielen kann, so, ja, den mache ich jetzt und den nächsten skippe ich, weil sonst trifft mich der wiederum Nächste, der dann angreift, ne? Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich nur hier aufsammeln. Das ist also für mich persönlich unübertroffen. Und ich muss natürlich an der Stelle immer fairerweise dazu sagen, das hier holt halt auch einfach, wie gesagt, alles ab, was ich liebe. Also deswegen ist meine Einstellung dazu natürlich nicht ganz objektiv. Wie könnte sie das auch sein, wenn ein Subjekt über seine Neigung zu einem subjektiven Erlebnis formuliert? Na, also, ich denke, da wissen wir alle Bescheid. Aber ich kann es nur empfehlen. Na, das kann ich ja auf jeden Fall machen. Ich kann es nur empfehlen. Das ist der Hammer. Ich will hier noch so viel chillen. Ich will dringend so einen Run ausprobieren, indem ich sag, ey, ich werde einfach nicht getroffen. Ich lass mich einfach nicht treffen. Weil jeder Hit tödlich ist, ne? Vor allem, ich will so sehr wissen, wie dann der, na, wie das dann läuft in Bezug auf meine Gegner. Wie ist es dann für die? Weil meine Hits ja auch entsprechend tödlich sind, habe ich mir sagen lassen. Das ist schon eine coole Sache, würde ich behaupten, oder? Easy. This is Acey. Einfach mal geregelt. Na? Befreie Kishibe. Ist ja auch ganz bei uns in der Nähe von unserem heimischen Habitat, unserem Dodo-Dis. Ne? Und entsprechend geht da natürlich nichts mit Mongorians in meiner Hood. Nee, machen wir nicht. Fangen wir gar nicht erst an. Nobu, wie süß wollt ihr denn immer zu zweit sein? Alter.
Das ist schon echt toll, oder? Man kann mit Games einfach in andere Epochen. Und so. Wie geil ist es denn bitte? Ich lese auch wie immer so, yo Nobu, wach mal auf, ne? Genug gechillt, wir müssen hier weiter und so. Sag mal, das Schilf da unten habe ich doch aufgesammelt, oder? Ja, offensichtlich nicht, denn da wird ja immer noch angezeigt, ey, na, sammel mal auf hier. Es sah irgendwie ein bisschen unbeholfen aus, aber naja. So, dann gucken wir uns die Geschichte doch mal an. Vielleicht ist da ja tatsächlich noch irgendwie, hey, sammel dies, das, Ananas, so, na. Sammle Schilf für das Blasrohr. Ja, stimmt, ich habe hier einfach das Sashimono-Banner gesammelt und nicht das Schilf. In dem Sinne war es wirklich ein Zufall, dass das halt direkt nebeneinander gechillt hat, gewissermaßen, oder? Ja, hier, das sieht doch nach Schilf aus, oder? Ah, nee. Da vorne, das ist gemeint. Guck mal, wirklich direkt daneben. Ja. Alles klar. Perfekt für ein Glasrohr. Ja, dann kehren wir mal zurück, ne? Da wird ordentlich zurückgekehrt. Nobu, let's go, ne? Wisst ihr, was ich noch richtig cool fände? Wenn man... Da muss ich gerade unweigerlich hart an Fallout 4 denken. Another settlement needs your help, ne? Ja, immer braucht irgendein Settlement meine Hilfe. Aber ich fände es hier ganz cool, wenn ab und zu irgendwie so kommen würde, ey, du hast ja neulich hier Kishibe befreit. Da wurde ein Mongolenangriff angekündigt oder die haben irgendwie ein paar Spione da, na, und oder Speer und die haben halt gesehen, da formiert sich irgendwo in der Nähe was. Geh da mal hin und unterstützt die und dann ist das so eine Art Belagerungsschlacht, na. Sowas wäre halt schon auch noch richtig cool. Das wäre schon auch noch richtig cool, wenn man so diese Dörfer vielleicht noch so ein bisschen mehr verwalten könnte. Aber wie gesagt, der Fokus liegt hier ganz eindeutig auf anderen Sachen. Der puren Ästhetik, Schönheit, Umsetzung, Detailliebe von... allem, was man hier so macht. Was ist denn los? Oh nein, was ist denn los? Yuriko? Yuri. Waka-sama, shitsurei itashimashita. Alles gut, musst dich nicht entschuldigen. Sie dachte an Fürst Sakai. Das vermeide ich gern. Er liebte euch auf seine Weise. Doch jetzt genug davon. Ich habe ein Blasrohr und Pfeile. Alles, was fehlt, ist das Gift. Aber sicher, junger Meister. Alles klar, du bist jetzt der richtige junge Meister, Dono. Kommt mit mir. Ja, mach mal. Ich habe ein kleines Lager, wo ich Pflanzen und Kräuter für Salben sammle. Geil! Und Gift. Es tötet Ungeziefer in Sekunden. Du musst ruhig stark sein für die Invasoren. Ja, ja. Darf schon sein, ne? Dürfen wir auch schnell reiten? Ja, sie reitet dann mit. Cool. Alles klar, ja, dann gucken wir uns das doch mal an, ne? Yo, dieses Laub am Boden. Was sind das? Was ist das denn hier? Das Einzige, was ich kenne, was da nah rankommt, sind so... Es ist schön, wieder mit euch zu reiten. Ja, echt so. Du und Fürst Shimura lehrten mich das Reiten. Ihr saßt so stolz und aufrecht in eurem kleinen Sattel. Als wärt ihr der Shogun persönlich. Ja, ja, na, so war das damals bei den sieben Zwergen. Könnten das so Obstbäume sein? Die blühen doch meistens weiß, oder? So Apfelbäume blühen ja auch sehr, sehr hell. Sonst wüsste ich jetzt echt nicht, was diese weißen Bäume da waren. Bei vielen kann ich es ja so ein bisschen zuordnen. Oh nein, kleiner Jin. Ara, ara. Wie fallen wir hier draußen fast vor euren Onkel getötet hätten. Was? Oder drei oder vier. Versuchte uns beizubringen, Holzkodachi zu halten. Ihr wolltet Schmetterlinge jagen. Oh nein. Onkel hatte wochenlang ein blaues Auge. Und unser Vater hat so gelacht, sie dachte schon, er würde ersticken. Hm.
Ja, Jin meinte gerade, oh ja, guck mal, da haben wir ordentlich aufgedeckt, ne? Jin meinte gerade, wir können uns an das Lachen unseres Vaters halt nicht mehr erinnern. Dann meinte sie, yo, er hat so ein bisschen seinen Humor verloren, als unsere Mutter krank geworden ist. Aber wir hätten seine Lache, ne? Schön irgendwie mal mit jemandem zu reden, der so den Kindheits-Jin kennt. Da sind wir. Na dann. Hier baust du an. Rosato Takimi. Rosamatte, du schläfst hier draußen? Nur wenn ich den ganzen Tag nach Pflanzen gesucht habe. Ich suche die Blumen, die wir brauchen. Hol dich aus, Yuri. Ich hol sie für dich. Sammle die Blumen. Ich sammle die Blumen. Was sind das? Glycenien? Oder... Hier, bring mir doch was bei, Game. Was sind das für Blumen? Esst nicht die Samen, sie sind giftig. Ich bin kein Kind mehr, Yuri. Oh. Sie weiß schon Bescheid, ne? Wisst ihr noch, wie ihr früher eure Mutter Blumen... stellte sie immer in die kleinen Alkoven zu Hause. Alkoven? Ein Terminus, der mir nicht bekannt ist. Sollte reichen, bringt sie zu mir. Ja, war gerade dabei, ne? Was sind denn das für Blumen? Bring mir doch gerne was bei. Gut. Wir holen die Samen heraus. Okay. Zerstoßen sie und tauchen die Nadeln in die Paste. Die Dosis muss stark sein. Sie dürfte ausreichend sein. Alles klar. Und dann habe ich ein Blasrohr. Alles fertig. Sicher, dass er hier vorbeikam? Die alte Frau hat hier irgendwo ein Lager. Hört mal, da kommt jemand. Bleib hier, Yoriko. Alter Strohhüte. Mal sehen, ob dieses Gift wirkt. Blasrohr, verschießt eine Vielzahl giftiger Pfeile. Geil. Halte mit dem Blasrohr, Junge. Und lit. Wie schieße ich? Oh! Ah, das war daneben. Schade. Also die werden richtig angespuckt, ne? Ja, alles gut. Wie ich so angekrochen komme, ne? Ja, nur einer von drei eigentlich. Zurück zum Anwesen. Sie bleibt. Ich muss ja noch aufräumen. Alles. Mute dir nicht zu viel zu. Ihr seid kein Kind. Und ich bin alt genug, um zurechtzukommen. Alles klar. Es bewirkt Verwirrung und Wut. Doch die Zutaten. Welche waren das? Bitte denkt nach, das klingt sehr nützlich. Alter, wir holen uns da echt verschiedene Gifte dann auch, oder wie? Ist ja hammergeil. Yo, Leute, auf das Blasrohr habe ich richtig Bock. Da sehe ich mich. Geister der Vergangenheit. Ordentlichen Technikpunkt verdient, ne? Auf die Tour nämlich. Verstehe. Und Nobu, was sagst du dazu? Mit dem Blasrohr handeln? Sie denkt da im Hintergrund nach, was es gewesen sein könnte. Eine Blume? Nein. Alter, ein Blasrohr. Junge, das ist so cool. Hi. Na? Junger Meister, möchtet ihr etwas essen? Nein, danke. Ich brauche nur das Gift. Du wolltest dich an die Zutaten erinnern. Es waren Blumen. Ihr erinnert euch noch, oder? Auf dem Familienfriedhof gepflanzt worden. Ich musste die Gräber abwaschen. Vater hat mich einmal voll Wasser am See holen lassen. Spinnenlilien? So ist es. Alles klar. Die Stolzen sind nicht von Dauer.
Muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen, ne? Ist klar. Reise mit Yuriko, na dann. Ich muss genug Spinnenlinien, dass ich ein Gift brauen, von dem Ratten durchdrehen. Ratten. Untereinander zerfleischen, ist das so? Ganz furchtbar. Der Zweck heiligt die Mittel. Mach das stark genug für die Menschen, wenn ihr es für nötig haltet. Ich weiß genau, wo wir alles Nötige finden. Ja, klasse. Dann gehen wir mal da lang, ne? Dieser Teil des Waldes. Hier bin ich als Kind gewesen. お母上のお祭りに。母の死を受け止めきれず、この森へ逃げてきたのだ。お母上はここが好きでしたから。日暮れまでずっと母を探したが、見つからず迷子になった。三日も行方をくらませて、お父上が見つけた時は虫の息。父上はお怒りであったな。若さも守れなかったことへの怒りですよ。 Okay, na, als unsere Mutter verstorben ist, sind wir hier in den Wald geflüchtet, weil unsere Mutter hier viel spazieren war und haben da nach ihr gerufen, aber ja, sie war halt tot, weil wir es nicht wahrhaben konnten, waren dann 3 Tage weg, dann hat uns unser Dad gefunden, ne, der gute alte Fürst Sakai, und war dann sauer, aber sauer auf sich selbst, weil er uns nicht beschützen konnte. Er war nie so besorgt, ne? In den Nächten, in denen er nach seinem einzigen Sohn suchte. Nicht mehr weit bis zum Friedhof, alles klar. Da war er so besorgt wie noch nie. Er wäre enttäuscht. Seid nicht so sicher. Sie stritten oft. Kasumasa fand euren Onkel zu unflexibel. Er verschloss sich vor Alternativen. Kasumasa hatte Fantasie. Fantasie? Mein Vater? Der eine, die mehr als euch bewusst ist. Ist das so? Oh, Mokos. Ja, kommt nur her, ich schneide euch weg. Okay, ja, dann würde unser Vater vielleicht gar nicht so sehr haten, dass wir jetzt der Gusto sind, ne? Aber man muss auch immer dazu sagen, ganz so viel geisterhaften Scheiß ziehe ich ja eh nicht ab, ne? Bin ja eher so der... Wo? Ja, ja, ich wollte gerade auch sagen, wo war er jetzt bitte? Oh! 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 Eieiei, kommt doch mal runter. Eben, ne? Wer sagt hier noch was? Ah, hi. War aber nochmal eine Anzeige, also ist hier auch noch jemand, ne? So nämlich, ne? Hast du es gesehen, Yuri? So. Aha, moin. Nehme ich direkt schon mal mit, nicht, dass wir nachher irgendwie während dem Dialog reiten, ne, nicht an die Grille rankommen oder so. Ach, sind da noch mehr? Na dann. Aha, Tatsache, guck mal. Komm nur. Den dodge ich so weg. Oh, den hat er stecken, ne? Und du, Freundchen? Noch Bock? Wo kommen mehr? Ein bisschen gucken, dass unsere, na, Yuri nichts abbekommt. Das wäre richtig scheiße. Komm eher aus der Richtung, alles klar. Aus der Nähe gar nicht so leicht, na, guck mal. Nee. Da sieht man die Moves nicht gut genug, finde ich. Den lasse ich mich jetzt hier aber nicht töten, ne?
Nee, nee, läuft gerade nicht so, ne? Eben. Eben. Den würde ich jetzt natürlich gerne mit dem Blasrohr machen. Aber wir haben halt gerade keine Munition, oder? Obwohl, ich glaube, wir hatten sogar. Ne, wir haben keine. Okay, Blasrohr müssen wir direkt ordentlich pimpen. Das ist ganz wichtig, ne? Ganz wichtige Sache. Ich will ordentlich mit dem Blasrohr reinblasen können. Das wird eine coole Sache. Da sehe ich uns, Leute. Mit dem Blasrohr verschiedene Gifte richtig abhasseln. Habt ihr sie vertrieben? Jo, vertrieben. Ne? Ja. Können ungestört Spinnenlilien suchen. Warum sollten wir hier suchen? Hast du sie hier nicht eingepflanzt? Oh, nein. Nicht hier. Ach so. Das ist schon lange her. Ja, well. Sie sind auf einem anderen Friedhof, ne? Im Familienzweig unserer Großtante. Es ist nicht weit. Alles klar, na dann gehen wir da hin, ne? Nobu? Ah, hi, na, alles cool. Wir gucken mal weiter, ne? Yuri, erinnerst du dich? Weißt du noch, ich war 5 oder 6, Albtraum von diesem Wald, ein Kampf. Das war kein Albtraum. Da habe ich nur gesagt, um euch zu beruhigen. Das war real. Da haben Männer geschrien. Okay, ne, Story gerade wie folgt. Wir hatten scheinbar mal einen Albtraum, das hatte ich ja auch noch mitgeredet, ne? Und das Ding war, das war kein Albtraum, sie hat uns das nur erzählt, das war real. Da waren Ronin in unserem Wald hier und er hat halt, Jin hat gemeint, ja, und unsere Männer hatten irgendwie Angst vor denen, ne? Dann hatte die gemeint, nee, nicht vor denen, sondern vor deinem Vater. Und warum ist jetzt noch die Frage, ne? Okay, der hat das halt alleine geregelt, ne? Einige seiner Männer hielten ihn für einen Dämon des Waldes. Ja, verstehe. Erinnert ihr euch an diese See? Hier haben wir oft meditiert. Wir gezappelt haben. Ihre Knochen brauchen eine Pause, ja klar. Na, müssen wir erstmal ein bisschen chillen, ist schon klar. Hier haben wir früher gechillt und wir haben immer gezappelt. Sie wollte, dass wir sind wie ein Stein, dabei wollten wir nur schwimmen. Na. Echt, wir müssen dich vom Zappeln abhalten. Na, lass sie erstmal ein bisschen chillen, ne? Alter, das Blasrohr hängt da ja hinten. Ja, der ist auch wunderschön. An ein herumzappelndes Kind. Unsere Mutter kam hier schwanger auf, Thea. Wir sollten wieder weiter. Ha. Auch als erwachsener Mann schafft ihr es kaum, still zu sitzen. Wir können bald meditieren, nach dem Krieg. Ja, junger Meister. Ja, hier und da machen wir schon Haikus und so, ne? Also das läuft durchaus. Dann weiter geht's, Madame, oder? Ach, ich überziehe ja bodenlos. Naja, egal. Läuft gerade so cool, oder? So eine schöne Story unterbricht man nicht einfach. Wohin geht's denn als nächstes, Yuriko? Oder wie wir sagen, Yuri. Also das ist auch bodenlos schön. Ja, unser Blasrohr da hinten am Hüftgurt, das ist schon super cool, oder? Oh, bestimmt auch ein Blasrohr-Skin. Der Friedhof ist nicht weit. Und vor der Wassereimer erscheint er viel näher. Ja. Als wir damals die Grabsteine waschen mussten, hat unser Vater uns super viele Wassereimer dahin tragen lassen, damit wir stärker werden. Klare Sache, ne? Haben wir dann hier vom See geholt. Hat sie, glaube ich, vorher erzählt, aber ich glaube, ich habe es in meiner Zusammenfassung vergessen. Einziges Problem mit so einer langen Episode, ich muss gerade bodenlos urinieren. So, jetzt gucken wir mal, ne? Wachsen hier die Spinnenlilien? Wie konnten sie nur? Was wurde hier zerstört? Einfach alles, ne? Ja, das geht natürlich nicht.
Das geht natürlich nicht hier, ne? Eieiei. Oh, da kannst du nicht hoch, Jin. Das sah für mich stark so aus, als wäre das gar kein Thema. Das sind Spinnenlilien. Okay, da verstehe ich, woher der Name kommt, ne? Die Tante Matsu wurde bei diesem Anblick Tränen vergossen. Die meisten dieser Krieger fielen in der Yarikawa-Rebellion. Sie haben Besseres verdient. Als geschändete Gräber, da ist wohl was dabei, ne? Zirpende Grillen nehmen wir mit. Mhm. Alles klar. So, Madame. Wir haben die Ingredienzien, die benötigt werden, ne? Hier, guck mal. Unser Ausflug endet noch nicht. Shimura-Friedhof ist nicht weit. Mit Aussicht auf den Wasserfall. Ja, super, ne? Reiten wir, mein Herr. Na dann, haben wir noch einen kleinen Abstecher, ne? Nobel? Hi. Hui. So, du steigst auch auf, dann geht's noch ab zum Shimura-Friedhof, ne? Das hier war jetzt der Friedhof unserer Großtante, oder? Wenn ich das vorher richtig verstanden hatte. Kazuma-san. Ich genieße unsere gemeinsamen Ausritte. Sagtest du Kazuma-san? Wirklich? Ihr reitet mit der Anmut eures Vaters. Ja, ja. Dass sie oft mit unserem Vater ausgeritten ist. Ah, unser Vater hat ihr das Reiten beigebracht. Cool. Haben wir ein bisschen Lore bekommen. Das finde ich gar nicht schlecht. Alter, dieser coole Zipfel an unserem Katana, oder? Dieses rosane Bändchen darum. Ah, alles ist unendlich cool. Das ist so ein Ding, ne? So ein Ding in dem Game. Hätte sie gerade verhältnismäßig stumm, oder? Vorher war sie redseliger. Erzähl mal ein bisschen was, Yuri. Das ist ja wohl jetzt der wichtigste Friedhof. Vorsicht, Mongolen voraus, ist das so? Wartet, ich mische euch das Gift. Ja, alles klar, und wir regeln das, ne? Magst du vielleicht da erstmal weg? Wie wirkt das Gift? Es ist schrecklich. Ruft Wahnsinn hervor. Sie werden wie Bestien aufeinander losgehen. Gut, dann los. Schnell. Die Arme. Es ist noch ein bisschen Zeit. Das Gift ist fertig. Nehmt es. Halluzinationspfeil für das Blasrohr. Gegner werden in rasende Wut versetzt, sodass sie sowohl Freund als auch Feind angreifen. Nützlich, ne? Ich bleibe hier. Ja, bleib echt mal besser hier, ne? Du musst da jetzt bei bestem Willen nicht mit. Ich regel das schon. Bringe Gegner von oben um, ohne gesehen zu werden. Nicht so easy jetzt. Dafür müsste auf jeden Fall der da oben weg. Aber den Aggressionspfeil, den schieße ich natürlich auf jemanden, der irgendwie so inmitten von Leuten steht. Er hier, oder? Ah, der hat begrenzte Reichweite, oder? Oder hat er den jetzt abbekommen? Kein Trefferfeedback gehört. Naja, wir gucken mal, ne? Wir gucken mal. So, wo kann ich Gegner von oben umbringen? Hier ist ein Halluzinationsrattenpfeil. Cool. Alter, wir sammeln hier einige ein. Die werden auch direkt zu Nobu weitergeleitet. So nämlich, ne? So nämlich. So, der kriegt... Oh. Den hat er stecken. Ja, also ich glaube, den Adler sollten wir mit dem Blasrohr eigentlich nicht abholen, ne? Aber fand ich jetzt gerade trotzdem ziemlich nice, muss ich ehrlich sagen. Doch, doch. Einfach mal diesen Adler mit dem Blasrohr abholen, so nämlich, ne? So, Freundchen, dich bringe ich ordentlich von oben um. Hier ist ein guter Spot, um Leute von oben umzubringen, würde ich behaupten, oder? Holen wir den da schnell ab, oder? Am besten hier vielleicht ohne dieses. Na komm, wir gehen nochmal da hoch. Und holen dann immer weiter Leute daran. Dann können wir die Quest eigentlich easy meistern, oder? Und von hier oben kann ich den auch lässig abholen und seinen Adler gleich dazu eigentlich, ne? Komm,
Hä, wie sehen die mich? Ich darf nicht? Warum denn nicht? Warum darf ich jetzt nicht mehr? Schade. Na dann, egal. Komm, wir hauen dem so seine Verteidigung weg. Wir haben so viel Wucht mittlerweile. Eigentlich ist echt egal, wir können da so durchschneiden. Dann zieht's euch rein. Zwei Schläge und wir sind da durch. Oh, wow. Kommt noch ran. Echt, oder? Nur was? Dass er so schnell wieder loslegt, hätte ich nicht gedacht, ne? Und du? Kein Respekt. Du kriegst ein Blasrohr ab, Alter. Na, wie schmeckt dir das? Doch wir müssen unserem Volk ein Vorbild sein, indem wir dem Kodex treu bleiben. Der Kodex. Und uns selbst. Klare Sache. Das Gift ist nur für jetzt. Wenn die Mongolen fort sind, brauche ich keines mehr. Der rastet aus, ne? Pass auf, den stampf ich weg. Auf die Tour. Oh, wow. Der hat mich offensichtlich bemerkt da unten, ne? Komm nur ran. Nix gibt's. Ja, dafür sind die Tritte schon cool, ne? Der gute alte Taifun-Tritt. Oh, damit müsste ich eigentlich auch mal wieder zuschneiden. Dabei kann ich nicht unterbrochen werden, oder wie? Dann ist das ja komplett broken. Sollte ich wohl mal öfters nutzen, ne? So, kann ich jetzt noch Gegner von oben töten? Genug? Theoretisch wahrscheinlich schon, ne? Aber praktisch? Schwierig. Ja, das waren schon alle erstmal. Okay. Dann sprechen wir erstmal mit Yuri und gucken dann nächste Episode, ob wir hier noch einiges, ne? Vom Leben erlösen können. Denn das waren bestimmt nicht alle, oder? Das waren bestimmt nicht alle. Na, Yuri, wie sieht's aus? Alles gut? Ich dachte, wir wären diese Banditen losgeworden. Scheinbar nicht, ne? Keine Banditen, Mongolen. Hm. Von hier aus konnte ich sie nicht sehen. Nach all dem sorge ich mich um den Shimura-Friedhof, mein Herr. Ja, klar. Kommt ihr mit mir nachsehen? Natürlich, sehen wir nach. Ja, dann sehen wir nach. Ich dachte, wir wären hier beim Rattenfriedhof, ne? Aber in dem Fall... Gucken wir mal nach. Ich weiß nicht, ob das jetzt alle waren, ob wir da jetzt so ganz entspannt durchreiten können. Yuri, müde? Ja, der beste Tag seit... Daran erinnere ich mich. Halluzinationsfall. Ich mit euch dort, das ist so lange her. Ihr habt das sicher vergessen. Was denn jetzt genau? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, was wir da gerade vergessen haben. Oder was sie vergessen hat. Ich glaube, wir haben es vergessen, oder? Auf jeden Fall findet sie den Tag heute voll cool mit uns. Ist ja auch ein ordentlicher Ausritt hier, ne? Gar keine Frage. So, dann gucken wir uns die Geschichte mal an, ne? Der Krieg hat diesen Ort verschont. Ist das so? Wir werden sehen. Ich habe das Gefühl, hier geht was ab. Hier geht eindeutig was ab, oder? Eindeutig, Leute. Eine Grille höre ich auf jeden Fall schon mal. Bist du noch junger Meister? Was denn? Wir unseren Respekt erweisen, dann den ganzen Nachmittag Gedichte geschrieben haben. Ich erinnere mich. Das haben wir gemacht. Dann verfassen wir hier mal zusammen ein Haiku, ne? Von wegen, wir können nicht stillsitzen. Über Vergänglichkeit sinnieren. Ja, auf einem Friedhof ein angemessenes Thema, würde ich sagen, oder? Unbewegter Berg. Endlos fließendes Wasser. Safe. Und dennoch sterben Organismen.
Leben fließt zum Tod. Alter, yo. Mhm. Klare Sache. Der ist immer noch lauwarm. Crazy. Starke Sache. Weise Worte, mein Herr. Danke. Die Stolzen sind nicht von Dauer. Die Größten von uns werden am Ende fallen. Wir sollten zurück nach Omi. Ich bleibe noch etwas. Ich werde nicht widersprechen. Gut. Ihr habt heute etwas gelernt. Unser Vater meinte immer, Fürst Shimura sei zu sehr um die Burg besorgt. Die stärkste Position auf der Insel. Für ihn bedeutete Stärke immer das Große, das Unumstößliche, wie ein Berg. Das war nicht dumm. Zweifel und Unentschlossenheit haben ganze Armeen zerstört. Betrachtet diesen Wasserfall. All diese massiven Felsen beugen sich dem Wasser, dem Fluss der Dinge. Die Stärke, die nötig ist, ist überall um uns. Das stimmt. Ich möchte noch einen weiteren Ort besuchen, mein Herr. Ich muss aufs Klo, gute Frau. Wenn ihr bereit seid, ja, dann machen wir das, wenn wir bereit sind, ne? Die Stolzen sind nicht von Dauer. Jin hatte gerade auch noch gesagt, so, yo, aber, na, selbst in der heftigsten Schlacht waren die krassen Anführer standhaft und ruhig und cool und so. Ja, stimmt schon, aber Wasser schneidet den Stein über die Dauer dennoch weg. Der Fluss des Lebens, ne, hat noch alles geprägt. Ja, coole Sache. Dann würde ich sagen, Leute, nach dieser durchaus etwas längeren Folge sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin wünsche ich euch was. Lasst ganz viel Liebe da. Euer P. Ade. Wir gucken nächstes Mal, warum sie gerade so hustet. Ich glaube, ne? Beim nächsten Mal dann.